Ja, hallo erstmal. Herzlich willkommen zum Teil Nummer 5, glaube ich, mittlerweile. Win-Win World. Ja, und heute möchte ich darauf eingehen, was hat denn die Welt davon, wenn wir sowas Win-Win machen, wenn wir also uns Gedanken machen, ja, wie können alle Seiten gewinnen? Dann sollte die Erde auch eine prominente Position darin haben. Also, wenn ich etwas tue, was macht das mit der Erde? Auch wenn das vielleicht jetzt weit weg ist. Ich gehe essen. Ja, was hat das mit der Erde zu tun? Naja, wo kommt das Essen her? Letztlich Teil der Erde. Und wir verbrauchen und wir verbrauchen und wir verbrauchen. Was geben wir zurück? Was können wir vielleicht zurückgeben? Wir können aus meiner Sicht zurückgeben, dass wir ja eine Wertschätzung haben. Eine Wertschätzung für all die Dinge, die durch diese Erde möglich sind. Diese Wertschätzung, dass wir überhaupt diesen Körper haben, dass wir ein Bewusstsein hier entsprechend in unserem Körper haben, mit dem wir in der Lage sind zu reflektieren. Und das wäre doch schön, wenn wir diese Möglichkeit der Reflexion einfach auch auf die Erde mitbeziehen. Das heißt, was hat das für Auswirkungen? Was hat mein Tun für Auswirkungen auf diesen kleinen Erdball? Klar, der ist natürlich größer. Und doch ist uns mittlerweile allen klar, er ist endlich. Und einige versuchen schon eben mit der Idee, oh, wir suchen eine neue Welt und schauen, dass wir hier wegkommen. Denn den haben wir jetzt bald verbraucht. Es ist nicht an mir zu sagen, was du tun sollst. Ich möchte dich nur bitten, dass du vielleicht immer mal das ein oder andere Mal, vielleicht immer mehr kurz darüber nachdenkst, bevor du etwas tust, in die Tat umsetzt, was hat das für Auswirkungen auf den Planeten? Vielleicht sagst du, naja, ich alleine, das ist so winzig. Ja. So, nach den Schätzungen sind wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und dann kannst du dir vorstellen, dieses kleine mal 8 Milliarden kann ziemlich groß werden. Ja, und von daher ist es vielleicht doch gut, auch beim Einzelnen anzufangen. Und jeder Einzelne schaut einfach mal bei seinen Überlegungen, okay, was hat das denn da für Auswirkungen? Hier, 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 hier unten. Von dem, was ich da gerade vorhabe. Und ja, die Win-Win-Aktionen, die wir durchführen, die sind auf der Straße im Normalfall, im direkten Kontakt mit Menschen. Das heißt, wir sind draußen in der freien Umgebung und genießen quasi das Wetter, was dort herrscht. Wir sind ein wenig abhängig davon. Unsere Aktionen leben davon, dass es nicht gerade in Strömen regnet. Das zeigt uns auf, okay, wie schön ist es, wenn wir unsere Aktion machen können, wenn es gerade trocken ist. Ja, das wertzuschätzen,
das aus meiner Sicht, das ist einfach nur meine Sicht der Welt, du darfst gerne eine andere Sicht haben, macht das einen Unterschied. Und je mehr Menschen sich der Dinge bewusst werden und ja, Dinge wertschätzen, die, naja, so selbstverständlich sind oder die eben so sind, wie sie sind. Ja, jetzt scheint die Sonne halt, jetzt ist es trocken. Ja, dann mache ich meine Aktion. Ja, und vielleicht könnte ich trotzdem sagen, wow, schön, dass es trocken ist, weil jetzt kann ich meine Aktion machen. Und kann Menschen, ja, vielleicht besser erreichen, auch auf der Straße, weil nicht jeder guckt ja meine Videos. Insofern erhoffe ich mir, eben auch Menschen zu erreichen, die sonst überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, wenn es gerade nicht in Strömen regnet, sondern ich die Gelegenheit habe, da entsprechend etwas zu tun. Ja, das war mal so ein kleiner Exkurs wieder. Und es wird sicherlich noch weitergehen. Aber ich würde mich freuen, wenn du einfach mal den einen oder anderen Kommentar hinterlässt oder vielleicht sogar auch mal ein Video von der Win-Win World weitergibst, empfiehlst und sagst, Mensch, so ganz so schlecht ist das vielleicht gar nicht, dass wir da mal drüber nachdenken. Wenn du komplett anderer Ansicht bist, darfst du das natürlich auch gerne hier kundtun, weil dafür ist so ein Internet da, dass Menschen kommentieren und ihre Sicht der Dinge preisgeben. Möglichst bitte nicht so anonym, sodass man einfach weiß, wer dahinter steht. Das würde mich freuen. Und deshalb sage ich immer gerne meinen Namen, Christoph Arnold. Das Pseudonym Trio Krio habe ich mal gewählt, weil es einen anderen Christoph Arnold gibt, der, naja, als Schauspieler eher auftaucht bei Google. Und ich möchte auch nicht verwechselt werden. Ich möchte nicht, dass der andere Christoph Arnold sich für irgendetwas rechtfertigen muss, was ich so ins Netz gestellt habe oder was ich tue. Und deshalb habe ich eben diesen Namen Trio Krio kreiert. Und das propagiere ich auch entsprechend immer wieder öffentlich, sodass jeder weiß, wer steckt denn dahinter. Ja, wenn du natürlich noch mehr wissen willst, herzlich gerne, geh auf meine Homepage miracura.de. Da gibt es auch entsprechende E-Mail-Adressen, auch die E-Mail-Adresse winwinworld@email.de, jeweils mit Bindestrich. Da kannst du dann nochmal schauen. Und ja, ich freue mich, wenn du das Video likest und vielleicht sogar weitergibst. Danke dir. Bis dann.